gehabt. Ich hab's schon gesehen. Auf dem Ultraschall. Ach was, da erkennt man doch gar nichts. Jetzt sei doch nicht so unromantisch. Ich finde es faszinierend, dass man sehen kann, wie sich das Kind im Mutterleib bewegt. Ich weiß nicht. Ich finde es eher unromantisch, wenn man schon vorher wissen will, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. So, so. Was wird es denn? Ich denke, das interessiert dich nicht. Nicht wirklich. Aber wenn ihr es schon mal wisst, sollen wir rosa oder blaue Sachen kaufen? Vorerst nur weiße. Unser neues Familienmitglied hält sich etwas bedeckt. Sophia, wenn du mal ein Baby bekommst, dann werde ich dir ganz bestimmt eine bessere Hilfe sein, als ich es gerade für Judith bin. Mama, dein Atem riecht. Ein bisschen viel für mich. Entschuldige. Hast du vor, heute noch weiter zu trinken? Wenn das der Fall ist, dann gehe ich wieder. Weiter trinken? Nein, natürlich nicht. Ich habe ja auch noch eine Menge zu tun. Morgen ist ja das Sponsorentreffen. Richtig. Vater, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Du meinst das Brasilien-Projekt? Ja. Ich habe mir die Akte noch mal vorgenommen. Deine Bedenken bezüglich Rio Terra kann man nachvollziehen, muss man aber nicht. Ich weiß. Du hast nach deinem Gewissen gehandelt. Daraus kann dir niemand einen Vorwurf machen. Den Vorwurf mache ich mir selbst. Judith hat sich so auf ihr neues Leben gefreut. Ich weiß. Aber du darfst nicht private Interessen mit geschäftlichen vermischen. Das muss schief gehen. Es ist ja auch schief gegangen. Ich bin schuld an Judiths Zusammenbruch. Vater, ich habe für mich entschieden, nicht nach Brasilien zu gehen. Und für mich war das auch richtig. Aber was ist mit Judith? Es ist schließlich auch ihr Leben. Du wirst in deinem Leben noch oft vor so einer Frage stehen. Glaub mir, mein Junge. Es geht nicht, immer allen gerecht zu werden. Versuch es erst gar nicht. Und was soll ich jetzt machen? In der Bank habe ich nichts mehr zu tun. Pascal hat meine Abteilung, meine Kompetenzen. Nutze die Zeit und kümmere dich um Judith. Du darfst sie nicht vernachlässigen. Manchmal merkt man erst, wenn es zu spät ist. Was man dem anderen schuldig geblieben ist, das mit den Kompetenzen, wirkt dagegen relativ unwichtig. Was ist denn los? Bedrückt dich was? Mir geht's gut. Aber Judith nicht. Ich denke, die ist längst über den Wolken. Oliver wollte sie doch zum Flughafen bringen. Sie wollten sich gerade auf den Weg machen, ist sie zusammengebrochen. Wie zusammengebrochen? Auf der Treppe, oben in der Halle. Er hatte plötzlich schreckliche Krämpfe. Das hört sich gar nicht gut an. Natürlich alle gedacht, es ist was mit dem Kind. Aber dann kam Dr. Silberstein und hat eine Gastritis festgestellt. Zu viel Stress. Wundert dich das? Eigentlich nicht. Was ist denn jetzt mit dir nicht in Ordnung? Ich bin sauer. Warum? Weil die Katastrophe vorauszusehen war. Wenn Oliver mit Judith nach Brasilien abgedampft wäre, dann wäre das alles nicht passiert. Ach, das kannst du doch Oliver nicht in die Schuhe schieben. Wen denn sonst? Eddie, das ist nicht fair. Ach du, verteidige ihn noch. Weißt du genau, dass ich recht habe. Er ist nur hier geblieben, um in deiner Nähe zu sein. Darum habe ich ihn nicht gebeten. Das wird für alle die Hölle sein. Hallo.
dir besser? Ein bisschen schwach noch. Möchtest du? Mhm. Aber überglücklich. Als ich auf dem Ultraschallbild unser Kind gesehen habe, als ich gesehen habe, wie sein kleines Herz pochte, da waren alle Schmerzen plötzlich wie weggeblasen. Die ganze Aufregung war weg. Ich hätte heulen können vor Glück. Es war ein wunderbarer Moment. Ich glaube, es hat sogar gelächelt. Ach. Ich habe es genau gesehen. Mhm. Es tut mir leid, dass ich dir so viele Vorwürfe gemacht habe wegen der Absage der Brasilienreise. Nein, mir tut es leid. Sehr sogar. Lass uns nicht mehr davon sprechen. Doch, ich muss dir das sagen. Es war falsch von mir, einfach egoistisch. Ich war so sehr mit meiner Enttäuschung beschäftigt, dass ich keine Sekunde darüber nachgedacht habe, was diese Entscheidung für dich bedeutet. Erst als ich unser Kind auf dem Monitor gesehen habe, da ist mir die ganze Tragweite deiner Entscheidung bewusst geworden. Warum du so prinzipiell gegen alles bist, was die Welt zerstört, in der unser Kind leben wird. Da habe ich mich geschämt. Judith, das musst du nicht. Ich werde immer bei dir bleiben. Hallo Sven. Hi Denise, wie geht's? Ach naja, es geht so. Erwischt mich gerade bei meiner Lieblingsbeschäftigung. Soll ich ihn wegbringen? Nein, danke. Es geht schon. Es ist ja schließlich meine Arbeit. Denise, hast du schon mal einen erotischen Brief geschrieben? Was? Nein. Das musst du mir mal genauer erklären. Wie meinst du denn das? Vergiss es. Seit wann gehst du denn mit deiner Mutter spazieren? Das fragst du noch nach allem, was heute passiert ist. Wieso? Was ist denn los? Judith hatte einen Schwächeanfall. Ja, aber dann war der Arzt da und hat gesagt, dass es nur eine Gastritis war. Ich bin ja ein Hornochse. Da passiert sowas und ich mache mir Sorgen, weil ich so einen versauten Brief geschrieben habe. Deine heimliche Geliebte? Ja, aber eigentlich habe ich ihn ja gar nicht geschrieben, sondern jemand anderes. Aber für mich. Das klingt immer spannender. Was stand denn drin? Vergiss es. Was? Einen erotischen Brief. Aha. Hast du in der Küche wegen der Schonkost für Judith Bescheid gesagt? Ach, vergessen. Wie viel ist das? Keine Ahnung. Meinst du nicht, dass das genug für heute ist? Herrgott, nochmal. Ich hätte heute beinahe mein Enkelkind verloren. Es ist doch völlig normal, dass ich etwas zur Beruhigung trinke. Ach, Jane, du machst dir was vor. Warum siehst du nicht ein, dass du deinen Alkoholkonsum nicht unter Kontrolle hast? Das weiß ich doch wohl besser. Kannst du dich an den Anruf von Ovenkamp erinnern? Ovenkamp? Natürlich. Der hat gestern angerufen. Er hat zweimal angerufen, weil du das erste Mal aufgelegt hast. Und danach hast du ihn gebeten, seine Schwiegertochter zu grüßen. Der hat doch überhaupt keine Schwiegertochter. Eben. Ariane, ich bitte dich. Du schadest dir und der Bank. Sag das Sponsorentreffen ab. Ganz bestimmt nicht. Dann werde ich es für dich absagen. Das traust du dich nicht. Niemals. A. Stopp. I. Ja, bitte? Hallo, Eddie. Herr Wellinghoff. Ich wollte nur Bescheid geben, damit sich niemand Sorgen macht. Es ist alles in Ordnung mit Judith. Danke, haben wir schon gehört. Wir sind alle sehr erleichtert. Ja, wir auch. Ach, würden Sie bitte Bärbel Bescheid sagen, dass Judith ab morgen Schonkost kriegen soll? Mach ich. Danke, Eddie.
Judith kriegt ab morgen Schonkost. Ah, wird gemacht. Heißt, wir können gehen. Soll ich dich nach Hause fahren? Danke, Eddie, ich hab noch was vor. Was denn? Ich bin so neugierig. Eifersüchtig? Sehe ich so aus? Um ehrlich zu sagen, ja. Irgendwie verfügt Bärbel über eine erstaunliche Beobachtungsgabe, Quatschkopf. Ich möchte dich ja nicht stören. Schwesterchen. Ich dachte, ich guck mal vorbei. Schon lange wieder im Lande? Na also, geht doch. Die verkaufen einem die Dinger mit Glühbirnen, die nicht mal 3 Tage funktionieren. Eine Lichterkette, wie romantisch. War früher aber nicht so dein Geschmack, oder? Ein Geschenk für Sophia. Gegen ihr Heimweh. Wie Heimweh? Sie ist zu Hause ausgezogen. Und wohnt jetzt bei mir. Eigentlich. Na, eigentlich auch wieder nicht. Sophia muss selbst wissen, was sie tut. Wie geht's dir? Du siehst aber ganz schön blass aus für eine Mallorca-Urlauberin. Magst du ein Vitamingetränk? Ein Orangensaft? Gerne. Ja. Ich war nicht auf Mallorca. Wie bitte? Ich war zu Hause, ich war krank. Ziemlich schlimme Erkältung, fast eine Lungenentzündung. Da verreist man eben nicht. Ja, und warum weiß ich davon nichts? Ich weiß nicht, ich dachte, ich habe zuerst nur gelegen und geschlafen. Und wer hat dich gepflegt? Kathi? Kathi ist vor einer ganzen Weile ausgezogen. Besser für dich, die nervt eh nur. Eddie hat mich gepflegt. Wie kommt denn der dazu? Kam zufällig vorbei. Eddie kam zufällig vorbei, als ich, ich hatte mich auf eine Parkbank gesetzt und bin nicht mehr aufgestanden. Keine Kraft mehr. Nicht mal gemerkt, wie kalt es ist. Ich wäre da fast festgefroren. Schwesterchen, wenn man dich mal alleine lässt, baust du nur Mist. Ist ja nichts passiert. Hat dich die Trennung von Pascal so mitgenommen? Bisschen schon. War nicht zu ändern. Oh, du hast nur Pech mit den Männern. Echt. Obwohl. Mit Eddie hattest du ja Glück. Der ist echt in Ordnung. Sag mal, jetzt wo Kathi ausgezogen ist, da könntest du doch eigentlich zurückkommen. Geht nicht. Ich habe auch so einen Pflegefall. Wenn in der Lichterkette mal 3 Glühbirnen nicht funktionieren, dann bricht gleich die große Krise auf. Großschwesterchen, auf deine Genesung und auf den rettenden Engel Eddie. Wer weiß, wofür deine Krankheit gut war? Meinst du das denn? Naja, vielleicht ist dein WG-Platz bald sehr, sehr begehrt. Spinner. Guten Abend, Vater.